ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht und dass er sich entschieden hat. Auf dieser Grundlage können wir jetzt zwischen CDU und CSU, so wie immer beabsichtigt, klären, mit welchen politischen Themen wir gemeinsam in den Wahlkampf gehen und wo möglicherweise eine eigene Position der CSU erforderlich ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Zuwanderung. Wir werden gemeinsam CDU und CSU im Januar dann in München, wie ursprünglich geplant, uns zusammensetzen in den Führungsgremien und sozusagen das Wahljahr auch inhaltlich einleiten. Auf dieser Grundlage werden wir, wie ich sagte, jetzt gemeinsam in den nächsten Wochen daran arbeiten, was können wir gemeinsam gegenüber den Menschen im Wahlkampf vertreten und wo bedarf es einer eigenen programmatischen Aussage der CSU. Nach heutigem Stand ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der Zuwanderung einen eigenen Standpunkt, so wie in den letzten Monaten, vertreten müssen, um der Glaubwürdigkeit willen, sehr hoch. Jetzt kommt es darauf an, dass man die Inhalte formuliert. Für die Menschen ist immer wichtig, welche Person und welche Inhalte. Und wir haben das immer vertreten, dass wir Personal und Inhalte verknüpfen. Wir respektieren den Zeitpunkt der Entscheidung der Kanzlerin, den sie ja sehr stark mit dem bevorstehenden Parteitag begründet. Es ist ja auch schwer vorstellbar, sich als Vorsitzende wieder zur Wahl zu stellen und gegenüber den Delegierten die zentrale Frage des nächsten Jahres offen zu lassen. Dafür habe ich absolut Verständnis. Und wenn Sie sich erinnern, habe ich immer gesagt, es ist das Recht eines Kanzlers, den Zeitpunkt einer persönlichen Entscheidung zu bestimmen. Genau das hat sie getan, hat sie mit mir besprochen. Und wir haben auch das weitere Verfahren besprochen. Wir werden sehen, in wie vielen Punkten wir zur vollen Übereinstimmung kommen und wo wir eben der bayerischen Bevölkerung dann sagen müssen, in dem und dem Punkt haben wir eine eigene Programmatik und ihr könnt euch darauf verlassen, dass im Falle einer Regierungsbeteiligung diese Programmatik auch auf dem Tisch der Verhandlungen landet. Wir brauchen ein Gesetz in Deutschland, dafür spreche ich mich auch aus, und zwar für die Begrenzung und Steuerung der Einwanderung. Beides gehört zusammen. Begrenzen und steuern. Steuern, das sind mehr die Kriterien, die Faktoren für die Zuwanderung. Die Begrenzung brauchen wir, damit Humanität und Integration funktionieren in Deutschland. Ohne Begrenzung wird Integration und Humanität nicht zu gewährleisten sein. Ich glaube, das setzt sich in der gesamten Bevölkerung immer mehr durch, dass Begrenzung kein willkürlicher politischer Schritt ist, sondern im wohlverstandenen Interesse der Zuwanderer und der einheimischen Bevölkerung.